Hi Leute, wir spielen Diablo 2 die Remaster-Version auf der PlayStation 5 und hier spielen wir jetzt einmal den Druiden. Ich wollte den Barbar und den Druiden erstmal gerne spielen. Mit dem Barbar habe ich ja eben versucht, dann habe ich einen kleinen Time Warp gehabt, aber das ist egal. Wir spielen jetzt nochmal den Druiden, fangen wir mal an. Den wähle ich aus. So, Spielmodi, Erweiterung, spielt das Spiel mit der neuesten Erweiterung. Und wir nennen ihn Barak. Vielleicht wird der ein oder anderen Graf Barak kennen aus einer Fantasy-Reihe. Einer meiner liebsten Bücher, muss ich ganz klar sagen. So, viel Spaß. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Battle.net ist nämlich etwas überlastet, aber schauen wir mal. Privat. Spiel wird erstellt. Guten Tag. Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lut-Golain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben, vielleicht weiß sie mehr. Das machen wir doch jetzt auch. Jetzt wollen wir einmal die Bewegung einmal sehen. Haben wir mal einen ganz langsamen Gang. Schön butterweich. Ein bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller und dann können wir laufen. So. Hallo? Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen,
Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Das werde ich tun. Ich sollte hinzufügen, dass viele Kundschafter der Jägerinnen an jenem schrecklichen Ort gestorben sind. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr zu verlieren. Wenn ihr beschließt, diese Höhle des Bösen zu betreten, müsst ihr es allein tun. Das werde ich tun. So, dann haben wir die Quest. Höhle des Bösen. Findet die Höhle in der Wildnis außerhalb des Lagers der Jägerinnen. So, mein Charakter. Das ist typisch wieder von Blizzard hier. Das ist mein PSN-Name. Droide Stufe 1. Nix drinne. Komplett leer. So, der Fertigkeitsbaum. Ich hab früher den Barbar gespielt und den Druiden oder die Amazone. Ich habe den Druiden gar nicht gespielt, deswegen ist es sehr interessant, mal etwas Neues auszuprobieren. Da gibt es einmal den Weg des Werwolfs und dann kann man den Weg des Werbären. Den wollte ich auf jeden Fall ausprobieren, aber es ist Stufe 6. Gut, das könnte ich ja ausprobieren, Stufe 1, ja. Willkommen in unserer grandiosen Hütte. Ich weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern, das uns aus unserem angestammten Zuhause vertrieben hat. Aber wisset eines, Akara mag unsere spirituelle Anführerin sein, ich jedoch befehlige die Jägerinnen in der Schlacht. Es erfordert mehr, als nur ein paar Bestien in der Wildnis zu töten, um mein Vertrauen zu erringen. Mein Name ist Barak. Ich bin ein Druide. Die Dämonen in dieser Höhle haben viele meiner besten Bogenschützinnen auf dem Gewissen. Ich frage mich, wie es euch ergehen wird. So, dann kann ich hier oben nochmal hinlaufen. Hier ist einmal der Teleport, der Wegpunkt, Lage der Jägerin. Hallo, ich bin Chasi, die Schmiedin des Lagers. Es ist gut, dass hier ein paar kräftige Abenteurer auftauchen. Viele unserer Schwestern haben tapfer gegen Diablo gekämpft, als er die Stadt Tristram zum ersten Mal angegriffen hat. Sie kamen als erfahrene Kriegerinnen zurück, manche mit sehr mächtigen Gegenständen. Es scheint allerdings, als wäre ihr Sieg nur von kurzer Dauer gewesen. Die meisten sind seither Andariel verfallen. Abenteurer? Mein Name ist Barak. Ich bin ein Druide. Die Bestien aus der Höhle streifen durch das Land. Ihr solltet da draußen vorsichtig sein. Natürlich. Auf bald. So, dann habe ich doch meine Kiste hier noch. Noch einmal mit Barak reden. Eure Anwesenheit ehrt mich. Wer diese Höhle sucht, sucht den Tod. Immer mit der Ruhe. So, da habe ich jetzt leider nichts reingelegt. Oder ich hatte was reingelegt, aber dieser Time Warp hat ja alles rausgeholt, vermute ich jetzt mal. War sowieso nur ein Gegenstand drin. So, dann gehen wir los. Den haben wir hier hinten noch. Den laufen wir auch nochmal eben hin. Guten Tag auch. Ich bin Geet. Und kann euch schon sagen, dass ich euer bester Freund in diesem vermaledeiten Lager bin. Eine Ersatzwaffe, etwas Gold, einen kleinen Edelstein. Mehr will ich nicht als Gegenleistung für die Ausrüstung, die ihr für eure Reisen brauchen werdet. Aber, keine Angst. Meine Sachen halten bestimmt ein Leben lang und haben 2 Tage Garantie.
Ich bin ein Druide und mein Name ist Barak. Ihr seid eine tapfere Seele. Lieber würde ich mein heiliges Zepter in die stinkendste, schwerste Dirne stoßen, als einen Fuß in diese Hülle zu setzen. Ich werde da jetzt reingehen. Egal was passiert. Auf bald. So, der Eingang bzw. Ausgang ist ja jedes Mal etwas anders. Da muss ich oben hin herlaufen. Okay, oben links. Auf geht's. Mal schauen, was er drauf hat. Mein Druide. So fängt es also an. So, da sehen wir jetzt unten links einmal den Leben oder die Lebensanzeige. Ich habe 55 Lebenspunkte und rechts Mana 20. Dann habe ich dann unten der gelbe Balken, das sind die Erfahrungspunkte, das sind 10 Stücke. Und wenn ich bis zum Ende rechts erreiche, dann komme ich Stufe 2. Ich bin jetzt Stufe 1. Also einen Offline-Charakter wollte ich gar nicht erst anfangen. Mal irgendwie sowas sprechen die kleinen Goblins. Oh, gute Lederrüstung, sehr schön. So, Stufe 2. Das fängt doch schon mal gut an hier. Stufe 2. Jetzt weiß ich gar nicht genau, was jetzt meine... Gut, Stärke wird es jetzt nicht so sein. Jetzt mal meine Vitalität setze ich mal hoch hier. Energie und Vitalität scheint das Wichtigste zu sein. Geschicklichkeit vielleicht auch. Erstmal 3 Punkte in Vitalität und dann tun wir mal 2 in Mana. So. Und dann machen wir das nächste. Machen wir mal erstmal den Weg des Werwolfs. So, weisen wir zu. Was machen wir? Ja, schauen wir uns doch mal an, was passiert, wenn ich zum Werwolf werde. So, jetzt mal eine schöne Rüstung hier. Ja, verbesserte Verteidigung, erhöht maximal Haltbarkeit. Okay. So. Da ist er. Schön. Das sieht ja klasse aus. Kurzschwert. Achso,
ich dachte, er bleibt als Wehrmacht. Es geht vorbei, die Zeit. Schauen wir mal. Ja, Kurzschwert ist besser. Gefällt mir gut. Müssen die Höhle des Bösen finden. Ein großer Zauber, das ist ja interessant, aber meistens ist es ja so, die Zauber, da muss man leider erstmal noch warten. Gucken wir mal. Also das sind Gegenstände, es gibt aber den kleinen Zauber und den großen Zauber, die können in der Tasche bleiben. Benötigt Stufe 5, fügt 1 bis 3 Blitzschaden hinzu, plus 4 Mana. Gut. Nicht schlecht. Ich muss ja nicht speichern und raus und wieder rein. Also das ist irgendwie sonst ärgerlich, wenn ich jetzt wieder rausfliege hier gleich. Der Bär kommt, da wächst kein Gras mehr. Oh, das waren so kleine Lecks, habe ich genau gesehen. Hier darf ich jetzt noch nicht. Hier geht es zu kalter Ebene. Kehrt um. Ich sehe, dass ihr mehr Erfahrung braucht, um in der nächsten Wildnis gut zu kämpfen. Ich werde stärker werden und komme wieder. Ist der Werwolf ja gar nicht schneller hier. Kleine Werwolf. Die lahme Krücke. Doch, der ist ja doch schneller. Ich habe mich da vertan. Sorry. Nee, ich muss jetzt hier oben hin. Ich habe mal geblockt mit meinem Schild.
Stufe 3. So, schauen wir noch mal. Charakter. So, Stärke erhöht Angriffsschaden und lässt euch mehr Waffen und Rüstung anlegen. Gut, das ist wichtig auch mal. Ne? Geschicklichkeit erhöht Angriffswerte und lässt euch bestimmte Waffen anlegen. So, was haben wir hier? Erhöht eure Gesamtleben und Ausdauer. Machen wir mal 2 Punkte rein. Und wir gehen jetzt noch einmal auf Energie, erhöht euer Gesamtmana. So. Was können wir hier? Erhöht Dauer und Leben. Ah, so, wenn ich ein Werwolf oder ein, wenn ich ein Wolf oder ein Werbär bin. Gut. Plus 40 Sekunden. Das ist ja eine passive Fähigkeit. Gut. Ich habe jetzt irgendwo... Meine Rüstung geht kaputt. So, Moment. Was hab ich denn hier? Gott, ist das Mikrofon noch runtergefallen. So, wo ist die Höhle jetzt hier? Da ist die Höhle, da ist er. So, bevor wir da jetzt reingehen... Erstickungselixier brauchen wir Stufe 6, können wir verkaufen. Das soll ich mich gar nicht mit dir aufhalten jetzt hier. So, einmal zurück. Reparieren. Seid gegrüßt!
schon mal. So. Auf verkaufen. Auf verkaufen. Wow, nicht so. So. Wenn wir mal den großen Zauber hier in die Truhe legen. Nicht in der Stadt. Zurückspringen, aber erstmal möchte ich einmal schauen eben. Moment. Ah, das darf ich nicht verpassen hier. Ich muss auf jeden Fall. Guten Morgen. So. Dann nehmen wir jetzt diesmal ein Foliant. Die kommen dann hier rein. Sehr gut. Schön. So, Moment. Wir gehen einmal nochmal speichern und verlassen. Ich möchte sehen, ob das funktioniert. Aha. Was ist das denn hier? Ich habe doch schon eine Stufe höher. Stufe 1, kann ja nicht sein. Charakter ändern. Das hat aber noch so ein paar Fehler hier. Konnte dem Spiel nicht beitreten. Dieser Charakter ist bereits in einem Spiel auf dem Server. Bitte später erneut probieren. Toll. Moment. Moment. Man muss noch einen kleinen Neustart machen. Ja, aller Anfang ist schwer. Wir haben den 23. September 2021. Um 17 Uhr wurden die Server umgestellt. Und wir haben jetzt 20.28 Uhr. Es läuft noch nicht rund, ganz klar. Oh.